Was geht ab, meine Z-Fighter-Hoser hier? Und heute machen wir die zwei neuen Dokkan-Events von Goku und Freezer. Ich weiß, wir sind ein wenig spät dran, aber die Summons haben wir jetzt hinter uns. Ich hatte das Glück, dank euch vor allem auch, konnte ich die beiden Jungs ziehen, Freezer und Goku. Dementsprechend nochmal lieben Dank an euch. Und falls ihr die Videos nicht gesehen habt, die Summon-Videos, schaut es euch auf jeden Fall an. Aber bevor wir mit den zwei Dokkan-Events anfangen, nochmal ganz kurze Information. Heute kam nämlich was Neues rein, die Facebook-Kampagne. Wenn wir da eine gewisse Anzahl an Likes erreichen, werden wir immer verschiedene Challenges schaffen und da gewisse Preise bekommen. Heißt, checkt auf jeden Fall den Link aus. Ich werde in die Beschreibung setzen. Dann geht auf die Facebook-Seite und liked das Ganze. Und wenn wir die Challenges dort erreichen, nach jeder Challenge tut sich Freezer transformieren und dann bekommen immer mehr und mehr Preise. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir da noch die Tage bekommen werden. Und andere Sache ist hier nochmal. Platz 1 haben wir erreicht. Dementsprechend gibt es 50 Dragonstones, wenn ihr euch ab heute einloggt. Für euch nehme ich da auf Platz 1 auf verschiedene Regionen. 7 Regionen weltweit erreicht. Also sind da 50 Dragonstones auch noch am Start, Freunde. Und zu allerletzt, bevor wir mit den Dokkan-Events anfangen, heutige Purunga-Quest, Dragon Ball-Quest, was ihr heute machen müsst. Und zwar müsst ihr einen Charakter nehmen, der Kategorie Planet Namek-Saga wäre zum Beispiel dieser Piccolo hier, Planet Namek-Saga-Kategorie, und mit dem Charakter in einem Team packen und eine Stage schaffen. Eine beliebige Stage und dann bekommt ihr quasi den heutigen Dragon Ball. Ich werde quasi den Link auch in die Beschreibung dazu setzen. Alright, Freunde, dann schauen wir uns mal ganz kurz die Missionen, nicht Missionen, sondern die Informationen zu den zwei neuen Dokkan-Events an. Und zwar werden wir heute beide bewältigen. Wir werden auch beide Charaktere nutzen, Freezer und Goku, aber erstmal so in einem kleinen Vorschau. Ab morgen, im Morgenvideo, werde ich dann quasi auf den beiden Charaktere ihre Teambild-Aspekt eingehen, wie wir das quasi haben, wo ich meine Teams showcase und euch sage, was man da achten könnte bei Freezer im Teambild und bei Goku im Teambild. Wird morgen kommen. Heute bekommen wir quasi einen kleinen Ausschnitt davon, was sie drauf haben und eine kleine Vorschau. Anyway, Freezers Dokkan-Event. Sie hat Super 2. Super 2 droppt in 7 Medaillen. Gewisse Charaktere können quasi die Damage Reduction Skill von Freezer annullieren und machen vermehrt Schaden gegen Freezer. Welche Charaktere sind das hier? Die Charaktere, die hier draufstehen. Die Sache ist die, hier sind leider keine Bilder, ich blende sie euch aber ganz kurz ein. Das sind im Prinzip diese Super Saiyan Gokus, die auf Namek gegen Freezer gekämpft haben. Und an der Stelle kämpfen wir aber auch hier wirklich von Phase 1 zu 5 gegen Extreme Tech Type. Also wir kämpfen nur gegen einen Typus, heißt, in das Event von Freezer könnt ihr auf jeden Fall mit euren Kategorie-Teams reingehen, ihr werdet da gute Chancen haben, das Event an sich ist auf jeden Fall auch machbar. Oder halt zum Beispiel mit einem In-Team, ja, da habt ihr übergehend Typenvorteil. Ich werde quasi ein anderes Team nehmen, ein anderes Team werden wir gleich sehen von mir, aber dazu kommen wir gleich. 7 Sitzmedaillen braucht ihr, um den Freezer zu awaken und um den anderen neuen Freezer zu awaken. 35 Medaillen, Gegenspieler Kakarot ist mehr oder weniger ähnlich, und zwar folgt das Ganze hier folgendermaßen ab. Wir haben hier auch, sie hat Super 2, auf Super 2 droppen 7 Medaillen, selbes, gewisse Charaktere annullieren seine Damage Reduction Skill und machen vermehrt Schaden gegen ihn. Diese Charaktere sind folgende, ich blende sie auch auf jeden Fall euch am besten ein, ich weiß gar nicht, wieso die keine Bilder hinzugefügt haben, aber es sind diese erste Form Freezer und Final Form Freezer und Full Power Freezer, die eben gegen Goku, gegen Super Saiyan Goku auf Namek gekämpft haben oder gegen Goku an sich selbst. Bei Goku kämpfen wir von Phase 1 bis 5, sofern er Super 2 macht. Bei Z-Hard hört bei 4 auf, aber Super 2 machen wir heute natürlich, und da kämpft ihr quasi von Phase 1 bis 5 gegen Agility-Charaktere, gegen Agility-Goku, heißt, mit einem Tag-Team hat er auf jeden Fall Typenvorteil da, aber natürlich auch mit dem Kategorie-Team sollte der auf jeden Fall gedeckt sein. Behaltet im Hinterkopf aber, dass Freezer hier, quasi der Neue auch, vermehrt Schaden gegen ihn macht und beim Freezer-Event Goku gegen ihn. Also das werden wir auf jeden Fall gleich nutzen. Okay, 7 Sitzmedaille braucht für den Goku und 35 für den anderen Goku, der zu Kalten Goku sich awaken kann. Alles klar, so viel zu den Informationen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Dokkan-Event von Freezer, gehen dann zu Kakarot rüber. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Let's go. Alles klar, Freunde. Und wir sind im Event von Freezer mit einem super AGL-Team. Wir haben vorübergehend die ganze Zeit Typen-Nachteil. Eigentlich würde ich es euch nicht empfehlen, dieses Team zu wählen. Warum habe ich es dennoch getan? Denn zum einen würde ich mich gerne interessieren, wie macht sich denn dieser Goku in einem Neo-Guard-Team, also in seinem Super-AGL-Team, und im Gegenzug dazu dann Freezer in einem Extreme-Tag-Team. Aber andere Sache ist, man kann diesen Goku und Freezer ja in solchen Teams gerade als Ersatz wieder spielen. Heißt, als Friend habe ich keinen anderen Super Saiyan 4 Vegeta genommen, sondern einen weiteren Super Saiyan Goku. Denn er gibt ja jeden Hero sein Leader Skill Key plus 320%,
ist quasi ein sehr guter Ersatz wieder für viele Teams, sei es ein Neogard-Team in der Vertreten ist hier zum Beispiel, weil hier haben wir nur super Agel-Charaktere, also Agel-Charaktere, die Heroes sind und er ist ja selbst einer. Oder ihr könnt ihn auch nutzen für einen Realm of Gods-Ersatz-Leader, wenn ihr quasi keinen eigenen habt oder Super Saiyan 3 und. Das haben wir quasi im Team-Rating-Video kurz angesprochen, im Team-Rating-Video Nummer 35. Das ist auch online, könnt ihr euch gerne ansehen. Aber wie gesagt, ich werde näher dazu eingehen auf die Teams von Goku und Freezer in den Morgen-Videos zu beiden, nämlich in ihren Teambuild-Videos und Showcases. Aber bis dahin habe ich mich quasi dafür entschieden, quasi einen kleinen Vorschau hier zu haben, was sie denn zustande haben, was sie denn leisten. Und hier ganz kurz anmerken natürlich, der Goku macht vermehrt Schaden gegen den Freezer, das wissen wir bereits. Und Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, Freunde, und es euch alles hier gefällt, was wir machen, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Hier mit einem Million Crit von meinem Boy Vierfach Vegeta. Denn, Freunde, ich muss wieder einen Dank aussprechen. Ich weiß, ob es schon passiert ist oder wir sind kurz davor, also bis das Video online ist. Kann sein, wenn nicht, egal. Vielen lieben Dank für die erreichten 14.000 Abonnenten, Freunde. Wir sind wirklich ganz kurz davor. Ich habe es gerade nicht da, ob wir es schon erreicht haben oder nicht. Aber wenn das Video online gehen sollte oder wenn ihr es die Tage seht, dann bin ich sicher, dann habt ihr OZ-Fighter schon dafür gesorgt. Also hier an der Stelle nochmal vielen lieben Dank dafür, Freunde, für die 14.000 erreichten Abonnenten und auf dem weiteren Weg hier gemeinsam an der Stelle. Okay, Freunde, genau. Ja, wir sind ein super Agel-Team, wie gesagt, würde ich eigentlich euch nicht empfehlen. Nehmt ein Kategorie-Team, geht hier rein oder ein In-Team, könnt ihr auf jeden Fall auch machen. Was mir hier wichtig ist, ist zum einen zu sehen, wie sind denn die zwei Charaktere in ihren Neogard-Teams. Man kann sie ja spielen, aber das Witzige und Geile, nicht Witzige, sondern das Geile an denen ist, man kann beide als Sub-Leader benutzen für viele, viele andere Teams. Beispielsweise, ich selbst habe keinen Super Saiyan 3 Bardock, aber wenn ich ein Super Saiyan 3-Team spielen will, dann nehme ich einfach Goku als meinen, Super Saiyan 3 Leader, die Transformationen sind so geil. Dann nehme ich Goku als meinen Super Saiyan 3 Leader. Muss aber darauf achten, dass quasi die Charaktere, Moment, die Charaktere von meinem Super Saiyan 3 Team alle Heroes sind. Weil Goku gibt ja nur Heroes seinen Ki plus 320%. Aber ihr merkt schon, man kann ihn als Ersatzleader nutzen für die Kategorien, in denen er drin ist, wenn man den eigenen Kategorie-Leader nicht hat. Selbes gilt für Freezer. Ihr könnt Freezer nehmen. Wenn ihr keinen Resurrect Warriors Leader habt, dann nehmt ihr Freezer als Leader. Nehmt als Friend dann Angel Gohan Freezer. Und so und so fort, Freunde. Es ist echt geil, also mit den Charakteren kann man sehr viel machen, aber wie gesagt, morgen dazu mehr. Bis jetzt macht das Team auf jeden Fall solide, wir brauchen natürlich auf jeden Fall Crits, wir wissen aber auch, Goku macht vermehrt Schaden gegen ihn. Was mich aber hier mehr interessiert, ist die Transformationen. Um ehrlich zu sein, so aus den Tests, die ich, nice, aus den Tests, die ich so getestet habe mit den zwei Charakteren, kam ich so im Schnitt, immer auf circa so die dritte, also Super Saiyan 3 bei Goku und, ihr seht es, Super Saiyan 3 und dritte Stufe bei, das ist Super Saiyan 2 noch, ich dachte, der schon reinkam, war, sorry, wir sind noch im Super Saiyan 2 und dritte Form von Freezer ist so im Schnitt, wo man sich bewegt, würde ich mal vorsichtig sagen. Moment, dann machen wir das Ganze mal kurz so, gehen wir hier rein und ja, also zu den Charakteren selbst, ich muss wirklich sagen, auf Papier, auf Blatt Papier war es ein bisschen nicht zufriedenstellend, ihre Passive, dass sie quasi im Endeffekt nur auf 120% kommen. Aber nachdem ich sie testen konnte, oh Gott, wir bekommen immer die Ultis auf Super Ultis so. Aber nachdem ich sie testen konnte, das wird wehtun. Puh, shit. Nachdem ich sie testen konnte, jetzt zum letzten Mal, ist mir wirklich aufgefallen, ey, in der Praxis machen sie sich echt solide. Goku kommt im Schnitt und Freezer auch so, auch in der ersten Form im Schnitt so auf 1 Million Schaden, also 1 Million hier am Damage-Radar, was ihr da sehen, bevor sie quasi ihr Schaden machen. 1 Million Werte, sagen wir mal. Warum aber? Zum einen tun sie immer ihre Ulti. Ich sag gleich was dazu, warum das so lenkt. Zum einen tun sie immer ihre Ulti. Oh Gott, die hätten es fast verkackt. Super Saiyan 3. Zum einen tun sie immer durch ihre Ulti ihr Angriff und Verteidigung erhöhen. Nonstop. Bei der letzten Stufe macht das zwar Stopp, aber bis dahin bekommen wir auf jeden Fall einen guten Boost. 20% je Ulti auf Angriff und Verteidigung. Die andere Sache ist aber, was mir nicht aufgefallen ist, als auf Papier war. Ich sag gleich was dazu, dass es so leckt, Freunde, und entschuldige mich schon mal. Was ich auf Papier nicht gesehen habe, die Jungs haben verdammt nochmal hohe Stats. An sich haben die haben schon übertrieben hohe Stats. Ja, der macht so viel Schaden, weil er quasi vermehrt Schaden gegen ihn macht. Aber zum Beispiel, mein Vegeta Vielfacher hat 4 Dupes, mein Goku hat kein Dupe. Und die haben fast gleichen Angriffswert, Freunde. Die kommen mit verdammt nochmal hohen Stats. Vor allem Freezer durch seine Linkskills, der macht sich echt solide. Hier gehen wir nochmal in Super Saiyan 3. Dann sind wir auch hier an der Stelle bei der letzten Stufe vom Freezer-Event. Gehen danach natürlich zum Goku-Event. Und das ist jetzt geil, guck mal. Beide sind zwar Super Saiyan 3, beide
linken sich aber. By the way, ich glaube, ab der Stufe, also der letzten Stufe, kann man in weder Stun noch Scene, genau davor ging es. Es sind zwar beide Super Saiyan 3 vom Namen her, linken sich trotzdem. Warum? Weil der eine Goku aus einer Transformation entstand. Das ist das Geile, Freunde. Und ihr merkt schon, man kommt im Schnitt so auf die Super Saiyan 3 Stufe. Natürlich, wenn neue Events reinkommen werden, hoffe ich, dass sie an sich einfach länger dauern. Dass sie da... Oh, Okay, ich habe doch King Yam habe ich aktiviert. Dass sie im Prinzip einfach länger dauern. Und man quasi dann auf die Stufen kommt. Aber bis dahin, ich finde, es ist eine nette Spielerei, dass die immer reinkommen, sich transformieren. In dem Uigoki-Event und Jiren-Event, was noch kommen sollte nach Celebration, also das Jiren-Event. Wow, geil. Uigoki-Event an sich geht ja schon. Oh, Gotku! Ja, Mann, korrekt. Ja, Alter, geil. Gotku. Oh, mein Gott, Alter. Oh, mein Gott, Alter. Das ist geil. Oh, der sieht geil aus, Mann. Der sieht richtig geil aus. Also das Uigoku-Event an sich geht schon übertrieben lang. Also da auf eine gute Stufe zu kommen oder auf die letzte, sind die Chancen schon gut. Es dauert zwar lang, aber bis dahin ist die Spielerei übertrieben geil, finde ich. Also ich finde, die zwei Units machen Spaß, mit ihnen zu spielen. Und ich muss sagen, ich habe das mit ihren Stats, da bin ich mir ehrlich, nicht vor Augen gehabt. Sie haben echt hohe Stats und kommen auf gut Damage-Potenzial, Freunde. Natürlich machen sie in diesem Dokken-Event vermehrt Schaden, aber wenn ihr mal darauf achtet, wie ihr Schaden ist, bevor sie ulten, zum Beispiel bei Vegeta's 1,2, bei dem Gotku, der hat noch nicht mal 120%, bei dem war schon 1,3 gerade eben, haben wir gesehen. Das ist das Geile an den zwei Jungs, Freunde. Wie gesagt, so viel zu Goku, wir hoppen mal direkt rüber zu unserem Boy Freezer und schauen uns mal an, was er so drauf hat. Let's go. Gut, Freunde, so sind wir bei Goku's Dokken Event. Selbes Prinzip mit dem Team. Ich habe Broly als mein Leader genommen und Freezer als mein Friend. Das funktioniert, ja, haben wir gerade besprochen. Aber ich habe hier bewusst jetzt auf meinen Ally Goku Black zum Beispiel verzichtet. Dann einfach mal sehen, was die Jungs hier drauf haben. Und diesmal haben wir Typenvorteil. Heißt, Goku werden wir schnell zerfetzen. Also wirklich schnell. Die Sache auch an Freezer ist, um ehrlich zu sein, finde ich, dass Freezer von den Links hinterher, also overall bei den ganzen Stufen, ja, einen Ticken Vorteil hat gegenüber dem Goku, denn er nimmt schon am Anfang wichtige Linkskills mit, die in vielen seiner Teams vertreten sind. Ja, dankeschön. Das ist, weil er vermehrt Schaden macht und wir Typenvorteil haben, aber ihr habt gesehen, er hatte schon eine Million. Und wegen den Linkskills, Freunde, denn er nimmt schon quasi von sich aus viele Linkskills mit, die wichtig in den Teams sind, in denen er vertreten ist. Dazu gehört zum Beispiel Big Bad Boss, Fear and Fate, Thirst for Conquest und an sich Strongest Clan in Space, wenn du mit anderen Freezer-Clan-Charakteren in ein Team klatschst. Oder Universal Most Relevant. Also Freezer an sich, finde ich, linkt sich sehr, sehr nice in den Teams, in der vertreten ist. Am besten ist er zu verwerten in dem Movie-Boss-Team. Das haben wir, wie gesagt, im Team-Rating-Video besprochen, aber in dem morgen Team-Build-Video werden wir das auch besprechen. Und ich, ja, Freezer finde ich, um ehrlich zu sein, ich will beide Charaktere nicht sagen, der ist besser oder schlechter, im Prinzip sind sie mehr oder weniger gleich, vom Prinzip auch von der Passive, mehr oder weniger, Freunde, aber von der Synergie her, denke ich, hat Freezer einen kleinen Vorteil, weil er overall in seiner ganzen Form sich solide linkt in den Teams, in denen er ist. Bei Goku ist das eine andere Sache, da ist mir aufgefallen, ne? Bei Goku ist mir aufgefallen, der linkt sich wirklich echt solide von Stufe 1 bis 3 in einem... Moment, wie machen wir das? Wir machen das mal so. In einem Super Saiyan 3 Team, das ist mir echt nicht aufgefallen, weil Super Saiyan 3 Bardock zum Beispiel hat Experience Fighters, dankeschön, hat Experience Fighters und das sind in einem Super Saiyan 3 Team zum Beispiel mit von 1 bis 3, aber von Goku bis Goku Blue in dem Ring of Gods Team, wegen den ganzen Charakteren, die da Warrior Gods haben, Godly Power etc., ist er da auch auf jeden Fall auch solide aufgehoben. Ja, genau, um es kurz zu sagen. Soll nicht heißen, dass er davor quasi gar nicht zu verwerten ist, Goku, das will ich nicht sagen. An sich bester Linking-Partner von Goku ist LR Gogeta. Sie teilen sich 6 Linkskills. Und von Freezy Pop ist es physisch cooler. Freezer ist krank, Freunde. Der geht auch in die erste Form. Jetzt wird ihn aber auch zerklatschen. Aber ihr merkt schon, zum Beispiel hier, die zerreißen wir Goku zur Seite. Da auf die Stufen zu kommen, ist kein... Also das zu erreichen, muss nicht sein. Wir werden ihn wahrscheinlich schon wegklatschen, bevor wir die Final Form erreichen, sorry. Zu den Lecks, Freunde, zu den Lecks. Ey, oh mein Gott. Das ist halt, weil wir Typenvorteil hätten. Hätte Goku auch Typenvorteil, wäre es genauso gelaufen, weil die machen ja vermehrt Schaden. Aber zu den Lecks, Freunde, ich nehme das Ganze hier, ich habe ja mein Handy und dann lasse ich das jetzt screenen. So, Moment, jetzt kriegt er 2, 3 wichtige Links jetzt vom Golden Freezer. Golden Freezer lassen wir nicht ulten, wir lassen mal diese Form ran. Über ein Programm, das nennt sich Air-Server. Normalerweise habe ich alles auf dem Nox-Player, das läuft da echt solide, aber Nox-Player ist deutlich langsamer als auf mein Handy. Aber die Sache ist, wenn ich das Ganze mit dem Air-Server, ist ein Programm, screene, wireless, dann kommen da manchmal Lags.
Warum auch immer eurem Boy Osaru ist erst vor einem Tag aufgefallen. Sayonara. Ist erst vor einem Tag aufgefallen. Ich hab noch eine Game Capture Card. Und man kann quasi mit einem HDMI-Adapter sein iPhone quasi anschließen an die Game Capture Card. Und das ist übertrieben flüssig dann. Darum werde ich mich die Tage kümmern, Freunde. Dass wir das dann quasi das Setup mit dem iPhone auch verstärken und mit dem iPad. Damit es auch easy vonhanden geht. Damit quasi nur zur Info zum Schluss, Freunde. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, war eine kleine Vorschau zu Goku und Freezer. In ihren Teambuild-Videos morgen und Showcase werden wir uns beide genauer ansehen. Und ja, wenn euch das Ganze von heute gefallen hat, gebt den ganzen Like, Freunde. Wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal. Peace.